Servus Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Frag Sven. Freunde, ihr wollt auch mal eine feine Ente vom Grill essen? Dann bleibt dran. Um was geht's heute? Heute geht es mal um das Thema Grillen. Und da habe ich mir so meinen Gedanken gemacht. Es gibt ja Grills in sämtlichen Formaten und Formen von 1200 Euro bis runter zu 50 Euro. Wir wollten natürlich einen ganz speziellen Grill haben. Ein Grill mit Deckel. Und da habe ich natürlich lange recherchiert, was nimmt man. Ja, es handelt sich hier bei dem Grill um einen schwarzen pulverbeschichteten Stahlkorpus, den Grill Juskies BBQ Grills von Juskies.de. Aus dem Hause stelle ich euch heute das Modell Nevada mal vor. Er hat 4 Brennstellen für den Gasgrill. Das zeige ich euch gleich mal von innen. Ja, und hier seht ihr den 4 Brenner jeweils mit 3 kW. Also die Brennleistung ist schon enorm. Die Grillhaube hat eine eingebaute Temperaturanzeige. Der Brenner selbst hat 40.000 BTU, also 12 kW, sprich 4x 3 kW. Das Ganze steht natürlich auf 4 Laufrädern mit Feststellbremsen. So, der Gesamtgrill hat eine Gesamtgröße von 1,33 m in der Breite, 56 cm in der Tiefe und 1,13 m in der Höhe. Die Arbeitshöhe ist sehr, sehr angenehm und liegt genau bei 85,5 cm. Ihr habt natürlich auch bei diesem Grill rechts wie links eine Arbeitsfläche bzw. eine Abstellfläche, die Riesenablagerfläche. Ist wie gesagt auf beiden Seiten vorhanden, eine recht angenehme Geschichte. Im inneren Teil befindet sich auch noch ein Edelstahl-Warmhalterost, den wir jetzt momentan nicht drin haben, weil nun gerade mal eine Ente drin seinen Gang macht. Das Gesamtgewicht des Grills beläuft sich bei ca. 34 Kilogramm, war also auch nicht so schwer, wo der Paketbote das Paket gebracht hat. Der Aufbau selber ist relativ einfach, muss ich wirklich sagen, und war sehr, sehr angenehm. Im hinteren Teil des Grills befindet sich eine Fettauffangwanne. Ich zoome mal eben dran. Die wird hinten eigentlich bloß eingehangen. Also das ganze Teil hat natürlich auch einiges an Stauraum zu bieten. Also ihr könnt auch eine ganze Menge reinmachen. Der Aufbau ist relativ einfach. Dazu nur ein Maulschlüssel. Die ganze Konstruktion dauert maximal eine halbe Stunde, seid ihr fertig. Also es ist wirklich sehr, sehr leicht. Es sind bloß die 2 Türen, die 4 Rahmen, die 3 Seitenwände und das Oberteil, was raufgebaut wird. Das ist ja in einem kompletten Stück. Das ist super leicht. Also das kann nun wirklich jeder. So, die Ente ist jetzt erstmal drin. Grills ist einfach, er ist für Propan, Butan und LPG-Gas geeignet. Also ein tolles, schickes Teil. Wir schauen mal einfach rein. Leute, sieht das nicht lecker aus? Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Das Entchen macht sich doch schon mal ganz fein. Es fängt langsam an braun zu werden. Wir haben uns natürlich einen speziellen Spießgrill dazu gekauft mit Moator. Den werde ich euch jetzt nicht im Detail vorstellen, aber insofern unten in der Beschreibung werde ich im Link reinmachen, wo ihr das Teil auch bekommen könnt, damit auch ihr ein richtig geiles Entchen oder ein Hühnchen oder was auch immer in dem Grill brutzeln könnt. Zabui, zabui, wir grillen heute eine Ente, zabui, zabui. So Freunde, das Entchen ist gleich soweit. Das rockt. Das ist ein Teil. Wunderbar. So Freunde, ihr habt es ja schon immer gewusst. Ja, das ist der Motor selbst. Das gute Stück hat 4 Watt, macht 2,5 bis 3 Rundumdrehungen in einer Minute. Also von der Lautstärke ist er extremst leise. Hat nur 50 bis 60 Hertz, also wirklich sehr, sehr leise das Teil. Ihr hört eigentlich auch da keine großen Geräusche. So,
So, Freunde, und zu dem leckeren Entchen gibt es natürlich von La Trappe ein Trappatist Isidor 7,5 Umdrehung. Ist eine gegärte Flasche, wie beim Wein, eigentlich mit einem Korken drauf. Hammerteil, schmeckt saulecker. Ist eins der Biere, ja, was 2013 zu den weltbesten Bieren zählte. So, Freunde, jetzt wird erstmal das Flügelchen verspeist. Klasse, richtig kross. So muss das sein. Und der Grill ist wirklich ein Hammer. Lecker. Wow, und bevor ich vergesse zu sagen, der Grill kostet weit unter 200 Euro. Wie gesagt, in der Beschreibung unten mache ich auch nochmal die Daten für euch rein. Sowie den Link zu dem Händler, wo ihr das Teil wirklich günstig ersteigern könnt. Oder besser gesagt, kaufen könnt. Und wir haben ja jetzt schon einiges drauf gemacht. Würste, Fleisch, alles bis jetzt exzellent geworden. Und nächstes Mal werde ich noch eine Steinofenpizza drauf machen. Also, für nicht mal ganz 170 Euro möchte ich sagen, ist das Ding wirklich Hammer. Da braucht es keinen Weber für 800, 900 oder 1000 Euro. Und wie gesagt, solide verbaut, super verpackt gewesen, wo es hier angekommen ist. Keine Beulen, keine Dellen, klasse angeliefert. Das ist echt unglaublich. Stilgerecht im La Trappe Glas sage ich mal Prost. Und wohl bekommt's.